keine hier. Ich muss mal eben ins Lager. Aha. Gut, dann gehe ich inzwischen zu 28. Bleib schön sitzen, ja? Ach, sie wird jetzt sauber. Ja. Tut das vor dem Handy weh? Ach, wo? Keine Spur. Ich bin gleich wieder da. Sie können schon alles vorbereiten. Ja, ist gut, Herr Döpfen. Sag mal, spinnst du? Ich glaube nicht. Das ist Corodantin, nicht Dolokain. Oberschwester Hildegard, sonst als doch sehr herrisch bekannt, muss einsehen, dass auch sie nicht unfehlbar ist. Das Ganze ist mir nur passiert, weil im Lager die Ina und der Dr. Engel... Frisch verliebt. Ja, normalerweise brülle ich ja meine Erregung auch gleich raus. Aber diesmal habe ich alles runtergeschluckt und... Es war noch mal gut gegangen. Ja, aber wenn du nicht gewesen wärst... Ja, ich habe auch gedacht, mich streift ein Bus, als ich auf die Packung geguckt habe. Also, wenn das rauskommt, Mischa... Soll das denn rauskommen? Der Schübel hat doch nichts gesehen. Aber du... Ich bin doch keine Rundfunkanstalt. Ich habe Schwester Ina geküsst. Meinen Glückwunsch. Danke. Ich habe sie im Medikamentenraum geküsst. Ach so? Auch ich habe meine Frau, als sie noch Schwester war, sehr oft im Medikamentenraum geküsst. Ach was? Ach ja, noch was? Nein, eigentlich nicht. Raus. Nein, aber ungefähr genauso gut. Seit wann das denn? Seitdem ich es auf Ibiza gelernt habe, im Urlaub. Das glaubst du wohl nicht. Ach doch. Wo willst du denn hin? Fahren. Na komm. Tobi, hör mal. Du brauchst mir nicht zu beweisen, dass du es auch kannst. Mich interessiert der Typ gar nicht. Ich weiß. Ich will trotzdem fahren und komm schon. Wenn's sein muss. Wollen Sie mit? Ja, gerne. Sind Sie schon mal gefahren? Ja, ja, schon oft. Schön, lass uns zusammenpacken. Ich habe um 6 Uhr Dienst. Okay. Super!
sofort einen Krankenwagen. Ja. Verständige sofort, Dr. Römer. Ja, mach ich. Und ab. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Badeunfall. Ist voll gegen den Steg geknallt. Grobe Verletzungen an Arm und Bein hat er. Er hat keine Fluchtreflexe. Die anderen Reflexe kann ich auch nicht bei ihm auslösen. Wir müssen erst mal eine Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule machen. Ja, Anne. Ach, ich würde da nicht so schwarz sehen. Das renkt sich wieder ein. Ja, Anne, natürlich im Notfall immer. Wiederhören. Wer ist denn Anna? Ach, ist eine alte Freundin von mir, schon lange her. Die hat Probleme mit ihrem Mann. Nein, gibt's das? Ja. Oh. Ich hab gesagt, wenn es hart auf hart geht, kann sie mal kommen. Ach so? Du, das wäre aber sehr ungünstig im Moment. Warum? Ach, weil wir zu Hause Urlaub machen wollten. Wir machen keinen Urlaub zu Hause. Sondern? Sondern wir verreisen. Sri Lanka? Und Malediven? Du bist verrückt. Ja, das bin ich. Du, das bin ich aber nach dir. Ich will dich endlich einmal für mich allein haben, ohne dass es ständig bei mir piept. Na bitte, da piept schon wieder. Ja, aber Benjamin, du, da muss ich doch alles, noch... Alles, alles arrangiert. Du musst nur an dich denken. Ach, nein. An uns. Gut. Tja, sehen Sie das? Ja. Und was ist das? Eine Wirbelfraktur. Ja. Die Lähmung im Halsmarkbereich C5, C6 bedeutet, dass auch die oberen Gliedmaßen betroffen sind. Es handelt sich hier um eine Tetraplegie. Ja. Gut, das heißt, nicht gut. Es sieht schlecht aus. Er ist jetzt raus aus seinem Schock und ansprechbar. Und was sagt er? Er lächelt. Er lächelt? Ja. Er sagt, ich habe Glück gehabt. Ach ja, ich soll seinen Lehrer anrufen, wegen des Abiturs. Moment, heißt das, der weiß gar nicht, dass er... Außer dem Kopf nichts bewegen kann, doch. Aber er sagt, das wird schon wieder. Hast du ihm widersprochen? Nee. Hättest du das getan? Wenn er sagt, das wird schon wieder, das ist doch besser, als wenn er ohne Hoffnung wäre, nicht, oder? Hoffnung ist die beste Medizin. Einsicht in das Unabänderliche ist von Fall zu Fall auch ganz förderlich. Ach, weißt du, Udo, da bin ich oft anderer Ansicht. Wir wollen erörtern, wie wir vorgehen. Kommen Sie. Herr Engel, was schlagen Sie vor? Ja, ich würde sagen, Fixierung des gebrochenen Wirbels mittels Plattenosteosynthese. Gut. Einen Operationstermin brauchen wir. Was gibst du für Medikamente? Nur zur Beseitigung von Ödemen im Rückenmark. Okay. Gib mir doch. Danke schön. Gut, also dann wollen wir genau überlegen, was wir tun. Du bist so nachdenklich. Ja. Ich muss immer wieder an den Jungen denken. Mit dem Unfall am See.
Wie geht's ihm denn? Keine Aussicht, je wieder gesund zu werden. Gott, das ist ja fürchterlich. Ja. Er ist so ein gescheiter, gut aussehender Junge, hat sein ganzes Leben vor sich und hat sowas. Und wie trägt er es? Ich glaub's nicht. Er meint, er hätte Glück gehabt. Vielleicht will er sich nur selber Mut machen. In einer solchen Situation sich Mut zu machen, dazu gehört viel, viel Kraft. Also ich weiß nicht, ob ich diese Kraft aufbringen könnte. Hat der Mann. Die 11. Operation, keine Gallenblase mehr, nur noch den halben Magen. Und eine Kondition wie ein 20-Jähriger. Das heißt, Bergbauern sterben nie, wenn sie nicht vom Blitz getroffen werden. Er wurde schon vom Blitz getroffen. Ah ja? Kleiner Scherz, was? Nein. Die Narbe am Oberarm stammt von einem Blitzschlag. Er hat's mir selbst gesagt. Ist nicht wahr. Na, der stirbt nie. Alles gut, danke. Herr Professor, ja? Das sind die Angehörigen des Operierten. Sie möchten sich bei Ihnen bedanken. Was sind wir noch? Herr Professor, vielen herzlichen Dank. Vergelt's Gott miteinander, gell? Vergelt's Gott. Alles gut. Opa, geht's wieder gut. Na, das ist noch Familiensinn. Aber ganz schön viel Dreck haben Sie uns reingetragen. Möglich, Oberschwester, möglich. Aber viel Bakterien, viel Gesundheit, ne? Ah, Mischa, Herr Bühler von der A will mit dir Schach spielen. Nee, kann ich mir heute nicht leisten. Wir spielen immer um Geld und bei dem verliere ich immer. Entschuldigen Sie bitte. Bitteschön. Sag mal, Mischa, du hast bei ihr wohl neuerdings Narrenfreiheit, was? Ich, wieso? Stell dich nicht so dumm. Dir verzeiht sie doch neuerdings alles, was? Du, das ist sogar schon den Ärzten aufgefallen. Sag mal, wie machst du das eigentlich? Also, ist ganz einfach. Hypnose, pure Hypnose. Da kommt ein Medizinmann. Ach. Hallo, Elke. Hallo. Ihr kennt euch ja. Ja, das ist sicher. Hallo. Sie wollen Udo doch nicht schon wieder nach Afrika verschleppen, oder? Hm, das sind doch Erinnerungen. Er bleibt jetzt bei uns. Und weißt du auch, warum? Er hat einen Lehrstuhl bekommen. Du darfst jetzt ja Professor zu ihm sagen. Nein, nein, also ich würde vorschlagen, deine Elke und ich, wir trinken heute noch Brüderschaft. Und dann darf sie Alexander zu mir sagen. Okay. Ach, Mensch, ist das eine Überraschung. Was machen die Viren und Bakterien? Sie hüpfen vor Freude aus den Reagenzgläsern, wenn sie ihn sehen. Und sagen, grüß Gott, Herr Professor. Nein. Doch. Ist das wirklich? Morgen steigt die große Prozedur und ich wollte eigentlich dich und deinen Mann dazu einladen. Ach, du, das ist ein Pech. Wir fahren morgen in Urlaub. Aber ich gratuliere dir trotzdem. Hallo, hallo, hallo. Was macht denn dieser fremde Herr mit meiner Frau? Darf ich vorstellen? Herr Professor Alexander Vollmers. Ach nein. Ja, dann will ich auch einen Kuss. Ich bin auch Professor. Gratuliere. Danke. Ich muss deine Patienten entschuldigen. Ja. Komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Gute Idee. Ja. Ich gehe mal hinaus. So, was macht unser Sorgenkind? Meiner Meinung nach gibt es da wenig Hoffnung. Unterbrechung der sensiblen und motorischen Leitungsbahnen. Hast du mit ihm gesprochen? Nee, das war gar nicht nötig. Er hat nicht den geringsten Zweifel über seinen Zustand. Aber er sagt, es wird wieder. Allerdings seine Freundin ist völlig verzweifelt. Du, einigermaßen merkwürdig erscheint mir allerdings eine geringe Beweglichkeit des linken Armes. Was sagst du, eine geringe Beweglichkeit des linken Arms? Ja, den fühlt er auch, diesen Arm. Und er sagt, gestern hat er ihn noch nicht gefühlt. Merkwürdig.
Gut, dann warten wir noch mit der Operation, ja? Ja, das wollte ich dir vorschlagen. Gut. Schwester? Ja? Können Sie mir bitte die Nase putzen? Ja, mach ich. Mensch, Tobias, was habe ich eben gehört? Ja, schauen Sie mal auf den linken Arm. Gut, was? Tja. Dr. Römer hat gesagt, in ein paar Tagen kann ich wieder fürs Abi lernen. Ich möchte nicht ein Jahr verlieren, wissen Sie? Na ja, aber ein bisschen Geduld musst du schon haben, du. Die habe ich. Im Gegensatz zu meiner Freundin. Sie sind wohl auch nicht gerade optimistisch? Ehrlich gesagt, nein. Das da, das ging gestern noch nicht. Und heute geht's auf einmal. Ja, Tobias, ich versteh's auch nicht, du. Aber ja, nicht den Mut verlieren, verstehst du? Bestimmt nicht. Wiedersehen. Na, was sagst du? Ich verstehe es nicht. Mhm. Ich habe versucht, ihm Mut zu machen, aber das war gar nicht notwendig. Ja. Der ist so zuversichtlich. Ich stehe vor einem Rätsel. Ja, das wird auch in kurzer Zeit gar nicht zu lösen sein. So, jetzt genießt ihr beide erstmal euren Urlaub. Ihr habt ihn verdient. Und kommt mir gesund wieder. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Dieser Bursch geht mir nicht aus dem Kopf. Verlass dir. Hast du die Reise schon? Nein, die habe ich vergessen. Ach, du meine Güte. Moment, Moment. Sind da auch alle Koffer dabei? Ja. Moment, eins, zwei. Die Tasche? Die Tasche, ich sehe sie noch nicht mehr. So, alles in Ordnung. Da sind sie. Ach, Gott sei Dank. Wiedersehen, mach's gut. Bleib gesund, versteht, du bleibst gesund. Und du bleibst auch gesund, verstehst du? Auch wieder schauen. Ja, schön. Ja, auf, ja. Auf. Ja. So, rein mit dir. Füße weg.
Das ist der berühmte Löwenfelsen in Ceylon. Das ist der Palast von dem König Kaschepa im 5. Jahrhundert nach Christus. Der Kaschepa hat seinen Vater dort ermordet. Er hatte Angst gekriegt, von dort aus das Land zu regieren. Ist er hierher gekommen, fand er den Felsen, ließ er auf den Felsen sein Palast bauen. Jetzt sehen Sie die schönste, bekannte, berühmte Wolkenmädchen in Sigrir, 1500 Jahre alt. Und warum heißen die Wolkenmädchen? Es gibt alte Literatur, wie ein Wolkenmädchen sein sollte. Bei den Wolkenmädchen sieht man nur obere Teil, untere Teil mit dem Wolken bedeckt. Ach, schade. Hier sehen Sie den Lustgarten von dem König Kaschepa mit lauter Lotusblumen, Teichen gewesen mit Springbrunnen. Ganz hinten ist der Wasserkanal. Insgesamt ist die Anlage 400.000 Quadratmeter groß. Das ist der liegende Buddha-Statue von den Felsen rausgehauen, 700 Jahre alt. Wollen wir bitte weitergehen? Nein, lasst ihr mich ein bisschen hier sitzen. Mhm. Paradise. Thank you. Carola! Hol schnell den Benjamin. Ganz schnell. Ja? Gut. Na? Wie war's? Ach, ist das schön. Ach. Oh, es ist so schön. Ja. Aber weißt du was? Hm? Was mir fehlt? Nein, ich weiß nicht. Benjamin. Benjamin fehlt, ja mein Gott. Dann sprich doch mal mit ihm. Wieso? Hier? Ja, hier, komm, sprich doch mal mit Benjamin. Sprich mal. Hallo? Ja. Ich Mama. Benjamin! Benjamin! Benjamin, hier ist die Mami. Ja, und der Papi. Mama. Hallo, Schätzlein. Mami und Papi sind hier. Wie geht's dir denn? Ach, das kann er ja. Moment. Du, der sagt was Neues. Was? Papa. Papa!
Papa. Benjamin, du sagst Papa. Richtig, und ich bin nicht da. So was blöde. Hallo, Schatz. Grüß dich. Für dich ist auch was dabei. Ach nee, von wem denn? Schau doch mal nach. Du hast vielleicht einen Knall. Wieso, weil ich dich liebe? Nee, weil du das mit der Post zuschickst. Auch noch frankiert und abgestempelt. Es muss eben alles seine Ordnung haben. Und wenn das nur die Michaelis in die Finger gekriegt hätte? Will ich die Karte zurückbehalten. Ach, das darfst du. Meine Post? Na klar, immer. Ist sie denn da? Wer, die Michaelis? Nee, einkaufen. Gehen wir rein? Na, hör mal. Ich kann doch jeden Augenblick zurückkommen. Jetzt hab's nicht so eilig. Na schön. Jetzt nicht, heute Abend. Heute Abend, heute Abend. Jetzt ist doch kein Mensch da. Doch. Wer ist das denn? Würden Sie die Koffer bitte vor die Tür stellen? Na ja, dann gehe ich mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, bitte. Was? Zu wem wollen Sie denn? Ich bin Anna Marschner. Ist Christa nicht da? Nein, Frau Doktor ist im Urlaub, zusammen mit ihrem Mann. Nach 18, Marc. Ach ja. Ja, worum geht's denn? Es geht darum, dass ich vorübergehend hier wohnen möchte. Danke, stimmt so. Würden Sie mich bitte reinlassen? Nein. Bitte? Ja, ich soll hier niemanden reinlassen, hat Frau Michaelis gesagt. Wer ist denn Frau Michaelis? Na, die da. Besuch. Bitte? Ich bin eine Freundin von Christa Brinkmann. Christa hat mich eingeladen vorige Woche. Wir haben telefoniert. Und da hat sie Ihnen nicht gesagt, dass sie für 2 Wochen in Urlaub fährt? Nein. Hören Sie, ich bin völlig erschöpft. Ich möchte etwas trinken, mich setzen. Vielleicht können Sie bei Frau Dr. Brinkmann zurückfragen, ob es stimmt, was ich sage. Na schön. Dann kommen Sie mal erst mal mit rein. Ja, Brinkmann? Ja, ich bin's, Michaelis. Ja, Frau Michaelis, wie geht's denn? Ist was mit Benjamin? Nein, nein, alles gesund und munter. Aber eine wildfremde Frau will hier einziehen. Sie sagt, sie sei eine Freundin von ihrer Frau. Was bitte? Wer? Moment, Moment, ich gebe Ihnen meine Frau. Frau Michaelis, bitte sprich mit mir. Ja, Frau Michaelis? Eine Frau Marschner ist hier. Anna Marschner, Sie hätten sie eingeladen? Ja, das stimmt. Ach, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Die will sich hier häuslich niederlassen. Ah, und dann geben Sie das kleine Zimmer. Gut, wollte ich nur wissen. Kann dir jeder kommen, die Welt ist voller Betrüger. Schönen Urlaub noch, Frau Doktor. Danke. Und geben Sie einen Kuss an Benjamin. Von mir auch. Ja, ja, von meinem Mann auch. Darf ich mal? Hallo, Christa? Ja, du hast doch nichts dagegen, dass ich ein bisschen bei dir wohne? Nein, natürlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Schönen Urlaub noch. Tschüss. Tschüss. Was denn los? Das war die Freundin, von der ich dir erzählt habe. Was denn? Und die wohnt bei uns? Ja. Jetzt? Mhm. Wir sind in Urlaub und die Freundin wohnt bei uns. Na lustig. Richtig lustig. Sehe ich etwa aus wie eine Betrügerin? Nein. Aber Betrüger sehen fast nie wie Betrüger aus. Das ist es ja. Also, kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. So ein schöner Tag. Schau mal, die ganze Familie. Ach, das kann nicht wahr sein. Also, Kolleginnen und Kollegen, bitte Aufstellung zu nehmen zur Verabschiedung. Opa, Zugschwert, alles Gute? Danke. Bitte schön, war gut. Na, Servus, Wiedersehen. Alles Gute, gute Einfahrt. Ne? Wiederschauen. Vielen Dank. Bitte, bitte, immer schön gesund bleiben. Wiederschauen. Wiedersehen, alles Gute.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, was kommt denn da? Oh. Was soll das für uns sein? Ach, um Gottes Willen. Oh, komm, Stefan, komm. Wir alle verlassen dich, vergelt's Gott. Wir sind so froh, dass die Operation so gut geklickt ist und unser Opa wieder fit ist. Gut, nochmal vergelt's Gott. Dankeschön, Dankeschön. Das ist ja toll. Oh Gottchen. Ja, man hat es dir geschenkt. Ja, was machen wir damit? Das weiß ich nicht. Es ist dein Geschenk. Ja, das Schaf und sein Hirte. Ja, ja, er steht ihm ausgezeichnet, gell? Ja, wunderbar, ne? Ja, der ist ja also, naja, also wir dürfen ja Geschenke, die einen gewissen Rahmen überschreiten, nicht annehmen. Herr Mühlmann, ja, das ist richtig. Bitte schön. Was? Bitte schön. Das gehört Ihnen. Was heißt hier süß, sauer? Tierhaltung ist in der Kliniksatzung nicht vorgesehen. Ja, aber es kann den Rasen abfressen, dann sparen wir die Neuanschaffung eines Rasenmähers. Sehr witzig, sehr witzig. Hier stinkt auf alle Fälle. Wollen Sie denn machen mit Desinfektionsmittel einsprühen? Also Kinder, Kinder, bitte, bitte Spaß beiseite. Was machen wir jetzt? Es riecht wirklich unangenehm. Tja. Ja. Also ich denke, es ist ja wohl so gedacht, dass wir es schlachten und essen. Was? Sind Sie wahnsinnig? Nein, ja nur. Ich bin Vegetarierin. Ich mit einer Pause, da hat es nämlich freien Auslauf. Und dann werden wir weitersehen. Sie verträgt sich mit Jerry. Und was sagt dein Vater, wenn er vom Urlaub kommt? Ja, das wird sich zeigen. Und was wird Frau Michaelis sagen? Schau, das ist unser Zuhause. Was ist das denn? Das ist ein Schaf. So, so. Ich hab denn hier mal so ein Ding hier. Suchen Sie Bodenschätze? Nein, ich suche einen Pflock. Wozu? Damit ich es anbinden kann. Ja, ja. Das läuft ja sonst irgendwo hin. Ja. Au, ja. Ach, ist das süß. Guck mal, Benjamin, ein Schäfchen. Komm, da gehen wir jetzt mal rüber. Das gehen wir besuchen. Hm? Oh, guck mal. Da steht's ja, guck. Selbstverständlich muss es nachts in den Stall. Heu besorge ich. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Jerry wird das Schaf zerfleischen. Na, das glaube ich nicht. Zu einem Schaf gehört ein guter Hirtenhund. Mhm. Und wer ist der Hirte? Mein Vater. Er weiß nur nichts davon. Sagen Sie, wer ist denn das? Eine Freundin von Frau Doktor behauptet sie, ich kann mir das nicht vorstellen. Also dann, bis später. Tja, bis später. Guck mal, Benjamin. So, wir müssen jetzt wieder. Was ist denn? Komm. Da das Schaf ja nun versorgt ist, kriege ich vielleicht ein richtiges Frühstück? Kaffee ist, glaube ich, noch in der Kanne und ein Brötchen muss auch noch da sein. Nein. Service ist leider nicht inbegriffen. Carola und ich haben nämlich sozusagen Urlaub. Und abgesehen davon hat die Frau Doktor nur was von Logis, aber nichts von voller Kost gesagt. Ist ja auch keine Pension hier. Klarer Fall. Ja. Das ist eine, die den Salat bei Florop bestellt. Das einfachste Atom ist das Wasserstoffatom. Es besteht aus einem Proton als Kern und einem Elektron als Hülse. Das kleinste Atom ist das Heliumatom. Es enthält im Kern zwei Protonen und zwei Neutronen und in der Atomhülse zwei Elektronen. Ja, und was sind Isotope? Das sind Atome, deren Kerne eine gleiche Zahl von Protonen, aber eine verschiedene Zahl von Neutronen enthalten. Tja, ich sehe es kommen.
Du bestehst das Mündliche so gut, wie du das Schriftliche hinter dich gebracht hast. Ich habe ja auch genug Zeit zum Lernen. Sagen Sie, kommt Frau Fritsche mit den Shakespeare-Texten? Ja, ja, keine Angst, sie kommt. Bewegungstherapie? Ja, gleich. Lernt er gut, Herr Schüler? Lernen? Höchstens lerne ich noch von ihm. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Aber natürlich. Und Sie meinen, das wird nie wieder? Die im Rückenmark liegenden Nervenbahnen für Bewegung und Empfindung sind durch den Unfall weitgehend ausgeschaltet. Wir, das heißt Dr. Römer und das gesamte Ärzteteam, sind sich einig, dass der Patient ein Ziel braucht. Das Abitur zum Beispiel. Das hält seinen Geist in Bewegung, seinen Körper dagegen. Ich verstehe. Seine Hoffnung ist also sinnlos. Welche Hoffnung ist sinnlos? Es gibt Sterbende, die auf Genesung hoffen. Ja, es ist tragisch. Aber wenn er noch hofft, dann wollen wir nicht verzweifeln. Michaelis, wie geht's Ihnen? Wie geht's Benjamin, Elke und Udo? Gut, danke. Auch dem Schaf geht es gut. Wem bitte? Dem Schaf. Sagen Sie, Frau Michaelis, sind Sie betrunken? Was ist los? Was für ein Schaf? Oh nein, ich bin nüchtern. Dafür sorgt schon Frau Marschner. Über die muss ich mal mit Ihrer Frau sprechen. Ich gebe sie Ihnen. Moment, Moment. Wir haben ein Schaf, stell dir vor. Was? Ein Schaf, sagt sie. Ja, Frau Michaelis? Es gibt Probleme. Mit ihrer Freundin. Ist die immer noch da? Und wie die da ist. Darf ich offen sprechen? Na ja, natürlich. Also, die ist sehr merkwürdig. Ich will Sie ja nicht kränken, Frau Doktor, aber wenn das Ihre Freundin ist, also... Na ja, also ich habe sie lange nicht gesehen. Was macht sie denn? Machen? Machen tut die gar nichts. Das ist es ja. Sie denkt, ich koch und putz für sie. Ich bin aber ihre Hausangestellte, nicht die von Frau Marschner. Oder sehe ich das falsch? Nein, aber Sie können doch von dem, was Carola und Sie essen, ein bisschen mehr kochen und ein paar Brötchen mehr kaufen. Na schön. Ihnen zuliebe. Ich will Ihnen ja den Urlaub nicht vermiesen, aber Sie werden staunen, was das für eine überkandidelte Person ist. Sie geht rum, spricht mit sich selbst, manchmal sieht sie uns gar nicht. Na ja, das mag schon sein, aber sie steckt in einer schweren Ehekrise. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aha. Na ja, gut. Danke. Ja. Also dann, Frau Doktor, Wiedersehen. Noch schöne Urlaubstage. Wiederhören. Was ist denn los, Anna? Friede, Ferien, Hummel, Lobster. Keine Sorge. Aber Wein. Wohlsein. Dr. Römer, bitte auf 31 kommen. Dr. Römer, bitte sofort auf 31 kommen. Es ist der rechte Arm. Das gibt es doch nicht. So hat es doch mit dem linken Arm auch angefangen. Ja. Kann er doch schon wieder ganz gut bewegen. Ja. Wahrscheinlich ist das motorische Nervensystem doch noch nicht hundertprozentig zerstört. Also das wäre fantastisch. Menschenskind, Elke, wissen Sie, was das bedeutet?
Das bedeutet, dass, wenn er Glück hat, sich ohne fremde Hilfe allein im Rollstuhl fortbewegen kann. Wenn mein Mann anruft, sagen Sie, es ist zu spät. Ja, weiß Ihr Mann denn, dass Sie hier sind? Nein. Wie kann er denn dann anrufen? Und dann setzen Sie sich doch und frühstücken Sie was. Ich habe keinen Hunger. Ich gehe in den Wald. Ja, in ein, zwei Stunden kommen, bringt man's aus dem Urlaub zurück. Wollen Sie mit dem Spaziergang nicht noch warten? Nein, nein. Sie vielleicht doch aufhalten sollen. Ja? Ja, aber wie denn? Und warum? Das weiß ich auch nicht. Aber mit der ist was nicht in Ordnung.